Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt wieder in einer ganz anderen Umgebung, als die ihr eigentlich gewöhnt seid. Und zwar, schaut mal, Istanbul. Wir sind in Istanbul. Also meine Freundin, die studiert hier und wir dachten einfach, wir überraschen sie spontan, beziehungsweise wir haben spontan Tickets gekauft und sind jetzt für 3 Tage hier. 2 Tage haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. Hier ist unser letzter Tag. Heute ist unser letzter Tag und wir dachten jetzt, wir filmen einfach mal ein bisschen von euch. Ja, und nehmen euch jetzt so mal den ganzen Tag lang mit, was wir an unserem letzten Tag alles erleben werden. Leute, wir sind jetzt auf der Suche nach einer bestimmten Straße und zwar schauen Hakan und ich hier die Serie Çukur an und die wird ja hier in Istanbul gedreht und wir wollten einfach ein paar Orte aus der Serie finden und sind jetzt gerade auf der Suche, aber irgendwie werden wir nicht so fündig, es ist gar nicht so leicht, das alles zu finden. Wir sind jetzt gerade am Schauen. Sehr kompliziert, muss ich sagen, sehr kompliziert. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Leute, wir haben es gefunden. Schaut mal, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Stelle. So, jetzt brauchen wir aber ein Bild hier, gell? Ja, auf jeden wo Fall. Willst du ein Foto? Ich will überlegen, ich weiß nicht wo. Okay, Leute, wir sind fertig. Also, wir haben es jetzt echt erfolgreich gefunden. Voll komisch, das in Wirklichkeit so zu sehen, dass hier gedreht wird. Und hier waren gerade so viele Touristen, obwohl es einfach nur so eine Ghetto-Gegend ist. Also, wir sind jetzt fertig mit unserer Besichtigungstour und wollen jetzt auf die andere Seite, nämlich nach Kadıköy. Und da haben wir jetzt die Fähre genommen. Schaut mal, wie viele Menschen es hier gibt. Das muss ich euch jetzt zeigen. Es ist so viel los. Das gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. Die ganzen Menschen kommen jetzt auf die Fähre. So abartig. Hunger ohne Ende. Also wir sind jetzt endlich auf der anderen Seite angekommen und dachten, wir müssen wieder anhalten um zu essen. Unbedingt. Und dann geht es weiter. Es gibt ganz leckeren Iskender. So, unser Essen ist endlich da. Geil. Es sieht so lecker aus. Also wir haben jetzt zu Ende gegessen und wir haben uns den Bauch voll geschlagen. Genau, ich habe da shoppen und zwar Schuhe shoppen. Ich habe gestern Schuhe gesehen, voll coole, auch für einen günstigen Preis. Nur die Ike war leider nicht neben mir und ich hatte kein Geld dabei. Also gehen wir jetzt nochmal und kaufen uns Schuhe. Sollen wir mir auch Schuhe kaufen? Ja. So Leute, wir waren jetzt fleißig shoppen und jetzt geht's wieder ab nach Hause. Wir waren jetzt den ganzen Tag unterwegs. Ich bin platt wie eine Kuh. Ich auch. Es ist jetzt gleich 7 Uhr und bis wir zu Hause sind, wird es glaube ich schon 8 sein. Also wir brauchen locker eine Stunde nach Hause und ja, dann schauen wir mal, wie wir den Abend noch ausklingen lassen. Hallo Leute! Alter, mal schau ich beschissen aus. Richtig geleckt. Also es ist genau 7:45 und wir sind zu Hause angekommen. Und wir wollten euch nun mal heute unsere Ausbeute zeigen, was wir hier so gekauft haben. Übrigens mal im Vorhinein, ich habe gar nichts gekauft. Gar nichts. Dude, das gibt's ja wohl nicht, ne? Wie ja, kann denn das sein? Dann zeige ich euch nicht halt, was ich gekauft habe. Also ich fange jetzt mal an. Und zwar haben wir der Milay was gekauft und zwar diese coolen Schuhe. Reeboks. Reebok in rosa. Ich hoffe, die passen. Die sehen ein bisschen zu groß aus, gell? Was ist mit deiner Stimme los? Mein Hals, ich habe Halsschmerzen. Das sieht von der Kälte und alles. Ja, wirklich. Mama, Okay. Ja.
Und ja, die schauen voll schön aus. Die schauen echt voll schön aus. Und ich liebe diese Schuhe eh. Jetzt sind sie mit dir am Partnerlook, mit ihrem Bruder. So, dann haben wir meinem Neffen Berkay was gekauft. Und zwar diese süßen Chucks. Die schauen so süß aus. Und die Eltern, also mein Bruder und seine Frau, haben dieselben Chucks. Deswegen das wird jetzt ein Trio. Genau, kaufen wir sie auch komplett in schwarz, dann haben sie alle im Partnerlook. So, jetzt kommen wir zu meinen Schuhen. Ich habe auch jetzt nicht viel gekauft. Jeder hat Schuhe gekauft, gell? Ich habe mir auch Schuhe gekauft und zwar diese weißen Stan Smith mit Klettverschluss. Ich stehe zurzeit voll auf Klettverschluss, ich weiß nicht warum. Ika wollte wieder mal ein Kind sein, gell? Weil sie nicht Schnürsenkel binden kann, wollte sie einfach Schuhe mit Klettverschluss haben, damit sie es nicht so schwer hat. Gell? Aber ich sag's euch, diese Klettverschluss-Dinger sind jetzt in. Ich hab's euch gesagt, also ihr werdet es sehen. Und du wirst es bereuen, dass du keine mit Klettverschluss gekauft hast. Ach, wurscht. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir Sonnenbrillen im Angebot. Ja, für meinen Onkel und für meinen Cousin in Deutschland. Genau. Oh. Steht mir jetzt zwar nicht, oder? Doch, schaut gut aus. Aber schaut cool aus. Mhm. Ja, das war's. Naja, Leute, wir gehen jetzt wahrscheinlich noch mit Freunden raus, ein bisschen Shisha rauen. Ist eh unser letzter Abend. Genau. Und ja, wir haben auf jeden Fall die Kamera dabei und werden filmen. Genau. Bis später. So, meine Lieben, also wir haben gestern Abend jetzt nicht mehr viel gemacht. Wir waren einfach nur zu Hause, haben den Abend noch schön ausgehen lassen und jetzt sind wir schon mal wieder am Flughafen und es geht nach Hause, leider, leider. Aber die drei Tage waren jetzt richtig cool. Meine Stimme ist aber irgendwie kurz. Richtig, ja. Kurz, schon ein bisschen kurz. Ja, und ich glaube, ich habe... 5 Tage wären noch. Ja. Und ich glaube, ich habe irgendwie das Wetter ein bisschen überschätzt oder unterschätzt. Ich habe so Halsschmerzen, aber ich hoffe... Viel kalte Getränke getrunken. Ja, ich habe nur kalt getrunken, aber es macht nichts. Wir melden uns dann einfach wieder, wenn wir zu Hause sind und mal schauen, was die Nala ohne uns gemacht hat. Hause angekommen und wir sind beide so fix und fertig. Ich habe schon meine Schlafsachen angezogen und für uns heißt es jetzt einfach nur noch schlafen. Ja, meine Stimme ist irgendwie auch ein bisschen angeschlagen, immer noch, aber ich hoffe, das vergeht in ein paar Tagen. Ich hoffe, unser Kurzurlaub hat euch gefallen und ihr lasst uns ein paar Daumen da. Für alle, die neu auf unseren Kanal gestoßen sind, hier unten könnt ihr uns kostenlos abonnieren. Und wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Mal. Tschüss!